Grüße dir, Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, wir machen weiter mit der Geschichte aus der Herke-Brauerei aus Peine, Niedersachsen, und zwar heute mit dem Herke-Radler, und zwar das Filtrierte. Ja, Gruß geht raus an den lieben Peinecraft. Danke nochmal für die ganzen Biere. Ich glaube, jetzt müssten wir so langsam durch sein. Ich glaube, eine Flasche haben wir noch, ne? Das müsste das Naturradler noch sein. Und ja, jetzt aber erstmal zu dem hier. Wir haben natürlich mal wieder Bierdurst und würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Radler. Was haben wir drin? 2,5% Umdrehungen und wir haben eine 50-50 Mische. 50% Bier, 50% Limonade. So, machen wir mal auf. Hier auch Kapsel, schön, ist bedruckt. Kann man machen. So, Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall raus und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Ling. Ja, recht geschmeidig. Oh, schönes Blümchen entdecke ich da schon. Ja, Freunde, würde ich tatsächlich als Radler durchgehen lassen. Ne? Sieht doch schon mal so aus. Und beeindruckend, auch hier wieder schöne Blume, zwei Finger breit, mittel bis grobporig, würde ich sagen. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Kratterbildung entdecke ich nicht. Und da muss ich immer wieder sagen, für einen Radler, ja, eigentlich bewerten wir es ja nicht, ne? Aber das ist schon ordentlich. Ich freue mich trotzdem, wenn auf dem Radler ein schönes Blümchen ist. Schaut mal. Ich würde sogar sagen, ganz knapp 90 Sekunden Standard wird das Blümchen dort durchhalten. Gehe stark von aus. So, was haben wir da im Glas? Gut runtergekühlt ist es. Müssten wir Trinktemperatur 6, 7 Grad haben. Also direkt aus dem Kühlschrank. Was mir auffällt, ist klar filtriert beim Radler. Es sieht dann meistens immer ein bisschen blasser aus. Wir müssen kurz nochmal zurück uns erinnern an diese Perlenbacher Geschichte. Da hatten wir wieder so ein dunkles Radler gehabt, ne? Sag ich halt immer wieder, so wenn die dann so dunkel sind, dann sind sie meistens immer nicht so lecker. Aber wenn sie hell sind, die filtrierten, dann sind sie meistens tatsächlich auch lecker. Also das ist schon so diese Erfahrung, die wir gesammelt haben, wenn es um filtrierte Radler geht, ne? Und genau das haben wir hier. Ja, im Farbspektrum ist ganz klar, das ist ganz, ganz helles Getreidegold. Also richtig, richtig hell. Also das ist schon wirklich blass. Das ist schon wirklich, von der Optik sieht es verwässert aus. Machen wir uns nichts vor. Aber das soll nichts heißen. Wir hatten da auch trotzdem schon aromatische Radlers gehabt. Mehr als zu Genüge hier auf dem Kanal, ne? So, Karbonisierung. Ja, ordentlich spritzig. Das perlt wirklich ordentlich ab. Sieht sehr schön aus von der Perlung her. Jo, Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Ist halt nicht sehr tief, ne? Es ist halt schon so ein bisschen blasser, das Ganze. Und ein Blumenteppich hat sich auch noch gebildet. Was soll ich sagen, Freunde? Optik, Ästhetik, ihr wisst, ich mag immer die naturtrüben Sachen, diese saftigen, wuchtigen Sachen, so von der Optik auch. Und das ist ja natürlich genau das Gegenteil. Trotzdem finde ich es soweit ansprechend. Es sieht erfrischend zumindest aus. Und mit dem Blümchen da 3 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, machen wir mal anschnuppern. Mal schauen. Jo, ist okay. Man merkt sogar Bier, Freunde. Und das ist das Schöne daran, ne? Das sind so diese 50-50 Mischungen. Da das Bouquet, wenn da schon so ein bisschen Bieraroma einen in die Nasenflügel aufsteigt, dann soll es doch eigentlich was Gutes heißen, oder? Hm? Schön zitronig auch. Riecht jetzt nicht synthetisch oder so. Eigentlich schön naturbelassen. Also das ist schon... Riecht gut, Freunde. Riecht gut. Jetzt wollen wir es auch probieren, ne? Genau. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Radler und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Trocken. Das ist das Erste, was mir einfällt, trocken. Warum ist das so trocken, Leute? Was ist denn da los? Erstmal fangen wir mal an. Es ist jetzt nicht so wässrig, wie ich vermutet hätte. Ja, du sagst selber immer, ne? Niedersachsen ist immer ein bisschen dünner, da was wir bisher hatten. Bisschen flacher gehalten. Aber das hier ist tatsächlich so normal, würde ich sagen. Also durchschnittlich. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich saftig, aber auch nicht sonderlich verwässert. Also das ist genauso richtig schön, kann man machen. Aber trocken, das ist richtig trocken. Das merkst du richtig beim Runterschlucken, irgendwie so beim Nachhall. So, das ist ja richtig so stumpf, so abgehackt. Ja, so, und auf einmal ist der Geschmack weg auf der Zunge. Das ist tatsächlich so ein bisschen spannend. Beim Radler, glaube ich, hatten wir es noch nicht gehabt, dass da so eine Eigenschaft dann hier aufkommt. Aus diesem Grund, bevor wir zu den Attributen kommen, möchte ich nochmal kurz einen zweiten Schluck nehmen, um nochmal ganz sicher zu sein. Das muss man mögen.
Schon spezieller, was? Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Also, das ist weder, das ist von den Attributen weder dynamisch noch gemütlich, aber jetzt kommt's, das ist auch noch nicht mal ein Hybrid, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig jetzt für mich, dieses Radler einzuordnen, weil, also richtig zügig runterschlucken, dass es richtig gut läuft, das ist es nicht. Also, das ist dann doch eher eigentlich gemütlich. Nur wenn ich mir vorstelle, das können wir mal ganz kurz testen, ich nehme mal einen kleineren Schluck und lasse den einfach mal ein bisschen länger im Mundraum. Biermischgetränk mit Süßungsmitteln aus 50% Bier und 50% Zitronenlimonade. Bier, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Wasser, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitrussäure, natürliches Zitrusaroma mit anderen natürlichen Aromen. Süßstoffe, naja, und der zieht halt immer so weiter. Leider steht keine Beschreibung da, wie dieses Radler schmecken soll. Ungelogen, Leute, das ist das trockenste Radler. Ich gehe sogar so weit, das ist das trockenste Bier, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Das ist richtig stumpf. Das ist so stumpf auf der Zunge, dass ich das gar nicht zuordnen kann. Ich kann euch wirklich, ich habe die Fähigkeiten nicht dazu. Ich kann das nicht zuordnen, ob das ein dynamisches Radler ist oder ob es ein gemütliches Radler ist. Trinke ich es schnell runter, merke ich, es wird ausgebremst in den Aromen. Also es ist dann einfach nur stumpf. Das heißt, du trinkst dann halt eine Flüssigkeit runter, ohne dass sich aber irgendwelche Aromaspitzen entfalten. Lass ich es ein bisschen länger im Mundraum, spiel mit der Zunge ein bisschen rum, dann will es eigentlich runtergeschluckt werden, aber dann merkst du halt sofort, so, okay, da wird es langsam unangenehm, weil es einfach zu trocken ist. Das ist nicht der Erfrischungsfaktor, den man normalerweise von einem Radler hat. Ihr kennt das. Radler ist ja meistens immer so ein bisschen, entweder ein bisschen lieblicher, nussiger, ne, so in diese Richtung, oder genau gespiegelt, auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen, ja, eher so ein zitruslastiger, ein bisschen saurer halt, ne. Zumindest aber ist es meistens spritzig, fruchtig, erfrischend. Dafür steht eigentlich ein Radler. Und das ist eigentlich über alle Bundesländer hinweg verteilt so, zumindest das, was wir hier so auf dem Kanal vorgestellt haben. Und es ist ja nun wirklich eine Menge, was wir hier schon an Biermischgetränken, an Radlern hier auf dem Tisch hatten, ne, auf dem Gabentisch. Aber das hier ist wirklich speziell. Das ist so trocken, dass ich das gar nicht zuordnen kann, Leute. Ich kann das wirklich nicht. Beim besten Willen, ich kann es nicht. Ich habe die Fähigkeiten nicht dazu. Ich kann euch nicht sagen, ob das von den Attributen dynamisch oder gemütlich ist. Das, also ein Hybrid ist es auf gar keinen Fall. Ansonsten hätte ich gesagt, naja, es ist so eine Mischung aus beiden. Aber das wäre gelogen. Also, weiß ich nicht. Gut, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Mein Gott, nee, Pinecraft, ey, jetzt forderst du mich aber richtig heraus, du. Da muss ich leider, hast mich in die Knie gezwungen, ne? Da kann ich jetzt nicht mithalten. Also das ist... Das ist komplett beschnitten in den Aromen, aber wirklich so, das ist nur noch trocken. Das ist so, wie ob du irgendwie so ein medizinisches Produkt im Mundraum hast, was irgendwie den Mund austrocknen soll. So wie ob da Wasser entzogen worden ist oder irgendwie so, keine Ahnung. Was ist denn damit gemacht worden? Wie haben die das hingekriegt? Ich kann das nicht bewerten. Ich kann das wirklich nicht bewerten. Ich weiß nicht wie. Ich kann es wirklich nicht, Leute. Ich kann dieses Radler hier kann ich nicht bewerten. Ich kann euch noch nicht mal sagen, was das ist. Das ist, es ist trocken. Es ist einfach 100% Trockenheit. 99,9% trocken im Mundraum. Kann ich absolut nicht beschreiben. Es ist, die Fähigkeiten besitze ich einfach nicht. Eine Alkoholkante merke ich nicht. Fruchtigkeit merke ich eigentlich auch nicht wirklich, weil diese Fruchtigkeit unterdrückt wird. Das kann ich aussagen. Es schmeckt eher ein bisschen wärmer, nicht erfrischend. Es ist eher stumpf. Brachial, stumpf, brachial, extrem, extrem trocken.
Da ist kein Nachhall bei der Speichelneuproduktion, meldet sich gar nichts. Nussigkeit bleibt aus, Lieblichkeit bleibt aus, Getreidigkeit bleibt aus. Selbst das Bieraroma, was man herausriecht vom Bouquet, bleibt aus. Übrig bleibt stumpfe Trockenheit. So kann man es beschreiben. Nur ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Also mir persönlich subjektiv schmeckt es gar nicht. Also ihr wisst ja selber, mit trockenen Sachen kann ich nichts anfangen. Ich mag ja eher so diese fruchtigen, erfrischenden Sachen. Und es ist aber jetzt auch nicht eklig. Es ist jetzt nicht so wie diese Perlenbacher-Geschichte, die wir da mal hatten, dieses Filtrierte, was so dunkel war. Das nicht. Also aus diesem Grund. Ja, Leute, ich gebe keine Bewertung raus, Leute, weil ich kann es nicht. Ich kann einfach keine Bewertung da geben. Tut mir leid. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, bin mal gespannt auf das Naturtrübe, wie das dann schmecken mag. Das werden wir uns morgen vornehmen, Freunde. In dem Sinne, Biersüffel ist draußen, heute mal ohne Bewertung, weil ich kann es einfach nicht bewerten. Und aus diesem Grund, ciao, euer Biersüffler.